Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Patrick und ich haben uns ein neues Intro überlegt und wir sind sehr gespannt, ob es euch gefällt. Wir sehen uns gleich. Moin moin Leute, herzlichen Dank mal wieder fürs Einschalten auf unserem Kanal. Kleinvieh macht auch Mist. Danke, dass ihr mal wieder am Start seid, euch die Zeit nehmt und bei uns vorbeizuschauen. Es wird sich auf jeden Fall heute lohnen. Wir haben richtig geile Sachen. Ich freue mich auch schon extrem auf dieses Video. Und ja, ihr habt es gerade schon gesehen, wir haben ein neues Intro. Das wird dem Stammzuschauer, glaube ich, schon aufgefallen sein. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das neue Intro findet. Das ist jetzt noch kein finales Intro. Das haben wir jetzt eigentlich nur so in einer kurzen Zeit sozusagen zusammengebastelt. Das beschreibt einfach mega gut unseren Kanal, was wir alles so machen. Gebt uns da gerne mal Feedback. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, es wird ein richtig geiles Video. Wir haben Flohmarktaufnahmen, richtig coole Flohmarktaufnahmen. Wir haben neue Flohmarktnamen. Sprachenlernen Bubble. Wir haben neue Flohmarktaufnahmen auch, da wird euch Daniel nachher noch was dazu erzählen. Wir haben einen richtig geilen eBay-Kleinanzeigen-Deal, den ich live abgeholt habe. Hab alles für euch dokumentiert, auch wie ich live vor der Haustür stand mit mega geilen Switch-Spielen, aber dazu kommen wir später. Und ja, wir hoffen, es geht euch erstmal gut und wünschen euch schon mal viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, aber bevor es losgeht, möchten Daniel und ich erstmal ein großes Dankeschön an euch nochmal sagen. Daniel ist ja bei sich zu Hause, ich bin bei mir zu Hause wegen der aktuellen Corona-Situation. Aber ja, was wir im Moment an Feedback bekommen, ist echt krass. Viele geben wirklich den Daumen nach oben auf den Videos. Wir haben mega viele Follower in der letzten Zeit dazu bekommen. Kommentare sind super. Echt mega krass, hätten wir niemals gedacht. Vielen Dank dafür und ich hoffe, dass das auch so weitergeht, Leute. Ja, Instagram haben wir jetzt auch schon wieder fast die 500 Follower, glaube ich, schon erreicht. Ich habe doch letzte Woche noch gesagt, fast 400. Also das ist echt krass, da geben wir uns ja auch Mühe mit. Ein Tag kommt was zu Videospielen, ein Tag kommt was zu Klamotten oder Vintage-Sachen. Und wir werden jetzt eine exklusive Premium-Gruppe ins Leben rufen. Wir kriegen ja so viele Nachrichten immer auf Instagram und Leute fragen uns viele Dinge, ob die Sachen kaufen sollen und gerade für Reselling-Anfänger. Dazu erkläre ich euch aber jetzt mal was. So, Leute, ja, wie gesagt, Flohmarkt geht gleich los, keine Angst. Die Aufnahmen kommen gleich danach. Nochmal, das ist jetzt wirklich die erste Ankündigung, die wir hier auf YouTube machen zu unseren Premium-Gruppen. Wir haben ja aktuell schon zwei Telegram-Gruppen, die sind auch komplett kostenlos für alle. Da haben wir, glaube ich, im Moment 80 oder 90 Leute drin. Mega coole Leute drin, die da auch wirklich geilen Input bringen und wir haben da so einen super Austausch. Nur das Problem ist, Daniel und ich kommen überhaupt nicht mehr hinterher an Sachen. Die Leute sind so fleißig und aktiv. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jetzt zwei Premium-Gruppen, wie gesagt, ins Leben zu rufen. Wir werden es wohl so machen, eine Anfängergruppe, eine fortgeschrittene Gruppe, dass wir da einfach einen super Austausch haben. Ja, die wird was kosten, weil das geht gar nicht anders, sonst wären das wieder mal zu viele Leute. Das würden, glaube ich, in einer Gruppe maximal 20 Leute sein und wenn dann zu ist, dann ist auch zu. Also es gibt maximal dann wohl erstmal 40 Leute, wir sind uns da noch nicht genau sicher. Da wird ein Moderator dabei sein, dass wir da echt einen geilen Überblick haben. Es wird auch nicht viel, es wird nicht mal 10 Euro kosten. Wir gucken aktuell noch, wie wir das dann machen vom Geld her, aber deutlich günstiger als andere Gruppen. Es gibt auch viele andere YouTuber, die sowas machen. Aber es geht einfach darum, geilen Austausch zu haben, mega viel Geld zu verdienen. Soll man die Sachen kaufen? Soll man es vielleicht lassen? Soll man die Sachen halten? Später verkaufen? Also da geben wir uns gerade richtig Mühe und nicht nur Videospiele. Wir haben Lego dabei, wir haben Sneaker dabei, wir haben da auch wirklich Leute, die da mehr verstehen als wir in manchen Gebieten, dass sich das einfach lohnt für alle. Also, wie gesagt, wer da Bock hat, wer für das interessant sein könnte, schreibt uns bitte auf unserer Instagram-Seite und dann erklären wir euch alles weiteres dazu, wann wir starten, wohl zum 1. Juni. Wir sind da gerade in Planung, es wird jetzt die nächsten Tage bzw. nächsten Monat online kommen und wer zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen meldet euch bitte, aber jetzt geht's erstmal weiter mit richtig geilen Flohmarktaufnahmen, Leute. Viel Spaß! Was kostet das Spiel? Das ist alles neu sortiert von meinem Leben. Ist das vollständig? Ja, könnt schon drin. Kann man ja. Und alles da. Und die, was ich schon alles da. Danke. Was ist da der letzte Preis? Du kriegst einmal ausgezahlt, nicht gespielt. Waren wenigstens vier Flohmarkt. Ja Leute, hier melde ich mich jetzt mal live bei dem Fund, beziehungsweise bei dem Fund, den ich nicht gemacht habe, hier von der Niklas seiner Lego-Kiste. Ja, hier bin ich zu dem Stand gekommen und habe die Lego-Kiste gesehen und habe da auch ein bisschen Star Wars-Sachen erkannt. Ihr wisst ja alle, Star Wars-Sachen bringen immer was von Lego. Hab dann mal gefragt, was sie so haben möchte. Sie wollte 20 Euro für die ganze Kiste haben. Die war erstmal völlig perplex, dass ich die ganze Kiste haben möchte. Hab sie aber aus irgendeinem Grund irgendwie nicht
ja, nicht mitgenommen, obwohl echt schöne Sachen da drin waren. Ich wollte die auch irgendwie nicht schleppen. Also man sieht leider nicht auf den Aufnahmen, was richtig drin ist. Aber wie gesagt, ich wollte 20 haben, ich hätte sie vielleicht für 15 bekommen. Aber deswegen ist echt cool, wenn jemand runterschreiben würde, ob ihr sie mitgenommen hättet. Ja, weiter geht's. So ihr Lieben, ja, ihr habt gerade die Live-Aufnahmen von mir vom Flohmarkt gesehen. Die sind natürlich vor der Corona-Zeit entstanden, Leute, keine Frage. Aber wir haben nicht zu viel versprochen, nämlich Daniel wird euch gleich aktuelle Live-Aufnahmen zeigen. Ja, die kommen nicht aus Deutschland, das kann ich ja schon mal verraten. Die kommen nicht woanders her, aus Österreich. Aber da, wie gesagt, da wird Daniel euch gleich was dazu sagen, weil da sind anscheinend die Flohmärkte schon wieder offen. Zu meinen Funden eben, beziehungsweise zu den Funden, die ich nicht gemacht habe, zum Lego-Fund habe ich schon was gesagt. Ja, ärgere ich mich jetzt ein bisschen drüber, dass ich die nicht gemacht habe. Für 20 oder vielleicht dann auch 10 oder 15 Euro hätte ich die noch runtergehandelt, hätte ich das bestimmt mitnehmen sollen, egal. Ja, PlayStation 2 habt ihr gesehen, da habe ich ein bisschen in so einer Kiste rumgewühlt. Der wollte, glaube ich, 3 Euro pro Stück haben. Ja, wenn ich mir jetzt so die Aufnahmen angeschaut habe, dann hätte man vielleicht doch was mitnehmen können. Ich habe mir auch die Preise noch gar nicht aktuell da angeschaut, aber wenn ihr was gesehen habt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Dann habe ich auch was gekauft, nämlich das Monopoly-Brettspiel. Ja, wir gucken ja nicht immer nach Videospielen, sondern wir gucken ja eigentlich nach allem, was irgendwie ein bisschen Geld bringt und auch hier so eine coole Monopoly-Spiele. Wir hatten ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, welche Monopoly-Spiele man unbedingt mitnehmen sollte. Blende ich euch jetzt hier nochmal ein mit ein paar Preisen. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe von 5 Euro, wollte sie eigentlich ursprünglich haben. Für mich ist Flohmarkt, man handelt immer, egal ob von 10 auf 9, von 5 auf 4. Und ich habe es dann für 4 Euro am Ende mitgenommen. Und ja, ihr seht mal jetzt die Preise eingeblendet. Also ich habe Preise gefunden von 8 Euro gebraucht bis 30 Euro. Habe ich jetzt mal so einen Preis in der Mitte hier unten genommen und ich denke, ich mache auf jeden Fall 10 bis 15 Euro. Achtet immer, dass die Spiele komplett und vollständig sind und es war es auch in dem Fall. Habt die Frau auch gehört, die war super nett. Und ja, also ganz einfach Geld verdient mit einem schönen Monopoly-Spiel. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Jetzt gehen wir erstmal zu Daniel ab, weil ich habe ja hier noch meinen Switch-Fund und da werden auf jeden Fall auch nochmal richtig geile Sachen dabei sein. Also Daniel, ich gebe aber an dich und ich bin gespannt, was du zu Flohmarkt erzählst. Bis gleich, Leute. So Leute, kommen wir jetzt zur ersten Live-Aufnahme. Zugeschickt haben wir die von einem Zuschauer aus Österreich und ich bin schon sehr gespannt, wie der Flohmarkt dort aussah. Gehen wir mal zusammen direkt rein. So, da sehen wir als erstes eine Box mit Spielen. Oder DVDs, aber nicht so coolen Spielen, sieht man schon gleich, geht der weiter. In der Hand sehen wir jetzt bei dem Zuschauer Timberland Boots, geil, die hätte ich auch gekauft. Er hat mir geschrieben, dass er 4 Euro bezahlt hat, auf jeden Fall ein super Schnapper. 20 Euro kriegt er safe dafür, jetzt im Winter natürlich mehr. Laufen wir mal weiter, ja, die Stände kennt jeder, geht man immer vorbei. So, dann sind wir bei einem Elektronikstand. Und ja, da gibt es Handys, aber keine aktuellen Modelle, so wie man sieht. Laptops, das ist ein Händler, wie man sieht. Ja, die Stände meide ich zu 90% immer, weil man da eh keinen Schnapper macht. Er guckt sich jetzt noch den Laptop an. Ich weiß zwar nicht, wieso, es von Toshiba, aber ja, würde ich eh nicht mitnehmen. Oh, viele Schuhe sieht man da. Ist der Sneakerfalke da? Nein, der Sneakerfalke sitzt hier. Der ist nicht dort auf dem Flohmarkt. Gehen wir weiter. Ein Football, cool. Ja, kann man mitnehmen. Der Preis hätte mich mal interessiert. Hat er mir nicht gesagt. Dann sind da noch PS2-Spiele. Auch immer interessant. Aber das waren Müllspiele. So, was sehen wir dann jetzt hier noch? Ja, ein Stand. Wahrscheinlich von einem Händler. Ja, ganz klar von einem Händler. Schaut euch mal die Auswahl an. Puh. Richtig geil. Oh, ein Gameboy in Transparenz sehe ich da. Lecker, lecker. Ansonsten, puh, für jeden Sammler wahrscheinlich irgendwas Cooles dabei. Sieht mega super aus. Pokémon X für 25 Euro sehe ich da. Ja, ist ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Was sagt ihr? Habt ihr da irgendwas Interessantes gesehen, was ihr mitgenommen hättet? Ich schätze mal nicht. Ja, das war es auch schon wieder von der Aufnahme. Gehen wir mal direkt in die nächste. Hier sehen wir jetzt einfach denselben Stand, denselben Gang
wie aus dem Video davor. Das heißt, die beiden Kollegen waren auf dem gleichen Flohmarkt. Lustig. Boah, der hat eine echt sehr leckere Tüte gefunden. Muss ich einfach mal sagen. Ihr seht jetzt gleich mal ein Bild, was alles drin war. Hier seht ihr das Bild, was alles dabei war. PS2 noch mit dieser Mediamarkt-Banderole. Original verpackt. Oh mein Gott. Und ja, Pokémon-Karten und so weiter. Auf jeden Fall hat sich der Flohmarkt für ihn gelohnt. Würde ich mal so sagen. Was meint ihr? So, bei mir um die Ecke war ich mal bei einer Geschäftsauflösung. Und ja, ich war sehr überrascht. Die hatten einfach mal PS1-Spiele, PS2-Spiele, PS1-Controller. Wirklich mega cool. Kann ich euch nur ans Herz legen, einfach mal in eurer Nähe in die Stores zu gehen, in die Shops und euch umzuschauen. Absolut cool. Zu guter Letzt hatte ich noch die Möglichkeit, diese ganzen Spiele für 70 Euro waren das zu kaufen. Habe ich aber nicht gemacht. Was meint ihr? War es ein Fehler oder nicht? Hättet ihr die mitgenommen? So Leute, das war's von mir. Wir geben jetzt zu Patrick ab und gehen live in seine Kleinanzeigenaufnahme, denn der hat was echt Schönes gefunden. Let's go! Hallo, einmal von Kleinanzeigen. Okay. Cool. Ein Abstand halten, oder? Geh nochmal rein, guck, ob alle Spiele drin sind. Das ist schon mal 50 Euro von hier. So Leute, ja, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe die Aufnahmen natürlich noch nicht gesehen. Ich hoffe, da ist irgendwie was Brauchbares, aber ihr wisst ja, wie das ist mit Filmen, immer undercover. 50 Euro bezahlt für 7 Switch-Spiele. Sind jetzt nicht die ganz, sind jetzt nicht die besten Switch-Spiele, aber das hättet ihr, glaube ich, auch gemacht. Und dann noch für 7,50 Euro das Minecraft. Jo. So Leute, ja, ihr habt ja gerade eben schon in den Live-Aufnahmen gesehen, wie ich es live abgeholt habe. Ihr wisst ja, wir belegen euch immer eigentlich alles, wie wir die Sachen abholen mit Screenshots. Dazu kommen wir gleich. Wie ist es überhaupt zu dem Deal gekommen? Es war bei mir in der Umgebung auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe immer wieder geschaut, so ein bisschen gestöbert. Und da hat eine Frau ein 3DS angeboten, also die XL-Variante, für 60 Euro, ich glaube mit 15 Spielen. Ich denke so, oh, das kann nicht wahr sein. Sofort angeschrieben, Pokémon-Spiele dabei, Mario-Spiele dabei. Aber ich war zu langsam. Da war einfach eine Frau schneller als ich. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Ich habe natürlich dann trotzdem sofort gefragt, haben Sie noch irgendwas? Diese typische Frage, ihr kennt es alle. Und ja, sie hatte noch ein paar Switch-Spiele, die echt günstig waren am Ende. Und ich blende euch mal hier die Screenshots ein, was sie mir dann geschickt hat. Sie hat, glaube ich, erst 6 Spiele. Und da habe ich gefragt, ah, haben Sie noch ein Mario-Spiel oder so? Habe ich, glaube ich, gefragt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, das war auch schon ein bisschen länger her. Dann hat sie mir, wie gesagt, die Bilder hier geschickt. Ihr habt es gerade gesehen und wollte wohl nur 10 Euro pro Spiel haben. Und es war der absolute Wahnsinn. Am Ende habe ich noch weniger bezahlt. Aber wir gucken uns jetzt mal im Schnelldurchlauf alles an. Und ich blende euch jetzt auch immer ein paar Preise dazu ein. Wir fangen an. Wir haben einmal Harvest Life, liegt aktuell bei 13 Euro. Mario und Rabbids bei 20 Euro. Lego Worlds bei 15 Euro. Normales Monopoly geht aktuell für 13 Euro weg. Hier schon eins der teuersten. Mario Tennis geht für 25 bis 30 weg. Harry Potter Collection liegt bei 20 bis 25. Ich glaube, hier spreche ich es bestimmt falsch aus. Super Putty Squad im Blick beim 10er aktuell. So, also eine Menge dabei gewesen. Und ja, ich habe jetzt schon mal hier grob überschlagen. Also ungefähr sind die Sachen dann insgesamt 110 Euro wert. Vielleicht 120 Euro, kommt immer drauf an. Gerade ist ja der Nintendo Switch Hype noch mega krass. Dafür zahlen die Leute super viel Geld, auch für die Spiele natürlich. Wenn man sich das jetzt einfach mal anschaut, ich habe 50 Euro bezahlt. Ihr habt es in dem Live-Video gesehen und habt ihr auch, glaube ich, gesehen, haben echt Abstand gehalten. Also haben da alle Corona-Regeln befolgt. Sie hat es mir dann so mit der Hand ausgestreckt gegeben. Wenn wir mal einfach die 7 Spiele durch 50 Euro teilen, habe ich ja ungefähr fast ein bisschen mehr als 7 Euro pro Switch-Spiel bezahlt. Das ist ja ein phänomenaler Preis, wie ich finde. Und ja, auf jeden Fall 60 bis 70 Euro Gewinn mache ich damit. Und sie hat aber noch was, weil ich ihr gesagt habe, ich wollte unbedingt ein Spiel haben, was sie bei ihrem DS-Paket dabei hatte. Und dann meinte sie so, ja, ach komm, ich gebe Ihnen das noch dazu. Die Frau holt es erst später ab. War auch cool für ihr, weil die Frau meinte, sie braucht nur die Pokémon-Spiele. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Nämlich Minecraft für den 3DS. Ich habe das Spiel noch nie gesehen, deswegen wollte ich es unbedingt haben. Mega selten, das ist auch die amerikanische Variante. Ich glaube, da gibt es gar keine deutsche Variante. Aber ich habe keinen Preis dazu gefunden, da brauchen wir mal wieder eure Hilfe. Wenn ihr einen Preis dafür kennt oder wenn ihr das Spiel schon mal verkauft habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Oder wenn jemand das Spiel haben will, schreibt mir bei Instagram. Also ein mega geiler Deal, den ich da gemacht habe. Und wie gesagt, es war so einfach, Leute. Es war direkt um die Ecke von mir. Also immer die Augen offen halten. Und ja, kommen wir jetzt auch schon zum Ende. So Leute, ja, wie gerade schon gesagt, kommen wir jetzt mal zum Ende. Auch vielen Dank, dass ihr das Video jetzt noch bis zum Ende schaut. Mega geil. Vielleicht könnt ihr hier mal sogar den Daumen nach oben geben. Muss ja hier unten irgendwo sein.
und vielleicht abonniert ihr sogar den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Er ist ja komplett kostenlos und das hilft uns immer mega krass. Was gibt's noch zu sagen? Achso, ich habe glaube ich so 70 bis 80 Euro Gewinn gemacht mit dem Monopoly-Spiel und den Nintendo Switch-Sachen. Ich werde da auch nicht alle Sachen von verkaufen, da sind ja echt geile Spiele dabei. Also es hat sich mal wieder gelohnt. Ich weiß, 70 Euro ist jetzt nicht der ganz große Gewinn, aber Kleinvieh macht auch Mist, ihr wisst es alle Leute. Und ja, schreibt uns gerne, wie gesagt, wenn ihr Bock auf diese Premium-Gruppe habt, es wird sich mega lohnen. Wir freuen uns auch schon echt krass, wir haben da super viel Zeit und Arbeit reingesteckt, aber es ist auch kein Muss. Keiner ist gezwungen, aber es gibt wie gesagt halt nur begrenzte Anzahl an Plätzen. Und ja, das war es eigentlich schon. Wir hoffen, es geht euch allen noch gut. Bleibt bitte gesund, seid fleißig und das war es auch schon von uns. Over and out, eure Jungs von Kleinvieh macht auch Mist. Ciao, ciao.